Awake, O dead, for there can be no rest for ye beneath the earth. Let the splintered bones burrow from the grave. Let cold fingers grip time-worn blades, and unseeing eyes survey the fields of slaughter. For your time has come once more, and the dead shall walk again. Hallo und herzlich willkommen zu diesem 10mm Vampirfürsten Schwarzer Ritter Tutorial für Excellent Managers. Ich zeige euch hier Schritt für Schritt, wie ich vom schwarz grundierten Modell zum fertig bemalten Modell bekomme, mit viel Rost, mit verschlissenen Kleidungsstücken und einem Hauch von kontrastreichem Farbschema in dem klassischen Vampirfürsten von Karstein Schwarz-Rot. In der linken oberen Ecke findet ihr immer das Farbäquivalent von Citadel Games Workshop, das ich für den entsprechenden Schritt nutze. Und das Video ist auf ungefähr 200% hochgestellt zur normalen Malgeschwindigkeit. Und ich würde sagen, without further ado, let us dive into the undead horde. Und zwar starten wir hier mit dem schwarz grundierten Miniaturenstreifen auf meinem Weinkorken-Paint-Handle. Ich starte mit Steel Legion Drab, einem dunklen Khaki-Ton für all die Knochen- und Holzelemente, um diese einmal vorzubereiten. Denn einige dieser Elemente liegen unterhalb des Modells und auch unterhalb der ganzen Kleidung bzw. Stoffelemente, die vom Pferd herabhängen. Und die würde ich später sehr schlecht erreichen. Also hier einmal dieser Schritt. Wir können uns auch darauf einigen, dass diese Stoffstücke am Pferd Schabracke heißen, die unter der Panzerung des Pferdes sich befinden. Also wisst ihr, wenn ich von der Schabracke rede, sind es immer die Stoffstücke, die über das Pferd geworfen an der Seite herauslugen. Nachdem ich alle Knochen und Holzstücke vorbereitet habe, starte ich zunächst mit den silbrigen Metallen bzw. mit deren Vorbereitung hier in einem dunklen Silberton True Metallic Metal, also Metallpigmentfarben, mit Iron Warrior. Ich nehme mir die Metalle jetzt als erstes vor, da ich mit Pigmenten arbeiten werde und diese teilweise etwas, ja, sagen wir, unsauber auf dem Modell aufgetragen werden oder aber auch Rückstände auf dem Modell hinterlassen, die gegebenenfalls die anderen Farben etwas unschöner aussehen lassen. Daher jetzt schon mal dieser Schritt, und gefolgt wird das Ganze von einem etwas helleren silbrigen Ton, und zwar Lead Belcher. Diesen fokussiere ich hier auf die unteren Elemente der panzerplanenden Seiten und sonst beim Reiter, dem Blässe-Schutz und auch dem oben liegenden Panzerplatten des Pferdes auf der von oben gesehen höchsten Stelle. Also ein zentrales Highlight. Nach diesem Schritt werde ich mir Pigmentpulver nehmen. Das findet ihr in diversen Online-Shops von verschiedenen Herstellern, wie zum Beispiel Vallejo, AK Interactive oder aber auch andere. Und das habe ich mir hier auf einer Untertasse vorbereitet. Mixe das Ganze mit ein wenig Wasser an. Das ist eine sehr dünne Konsistenz, wie ihr hier seht. Und trage diese mit den braunen Pigmenten einmal komplett über alle Metalle auf. Und nehme mir danach ein Rotbraun oder Rostbraun. Das seht ihr jetzt, und trage dieses in einige Stellen auf, wo ich denke, dass sich der Rost etwas mehr sammelt. Also so ein paar Vertiefungen hier und da, wo einfach dann dieses Rotbraune mehr durchscheinen soll. Hat den Vorteil bei den Modellen, dass es sich so ein bisschen wie ein Shade auftragen lässt und sowieso in die Vertiefungen hineinläuft.
Wenn die Pigmente komplett ausgetrocknet sind, können wir weitermachen. Ich starte mit den roten Textilien, Schabracken, Waffenröcke, Banner und starte hier mit einer Schicht bzw. mit zwei dünnen Schichten. Gall Warbuck Red ist eigentlich Burgund, Rotweinfarben, bildet für mich aber eine gute Basis für den Rotton, in den ich arbeiten möchte, denn ich versuche es hier bei diesen Modellen zu vermeiden, mit Shades zu arbeiten, da diese teilweise doch sehr, sehr starke Schattierungen erzeugen, an Stellen, an denen ich es gegebenenfalls gar nicht möchte, und bin so definitiv schneller, wenn ich mit diesen Techniken arbeite, die ihr natürlich auch für jedes andere Modell der Untoten Range von Excellent Miniatures bzw. vom Artist Forest Dragon nutzen könnt. Vergesst bei diesen Modellen nicht auch vielleicht die Unterseite oder die Innenseite der Schabracken, dann habt ihr auch dort eine kleine Fehlerquelle ausgemerzt, und es geht weiter mit einem Dunkelrot, Corn Red in diesem Fall, mit einem sehr, sehr flächigen Akzent, bei dem ich hauptsächlich die Vertiefungen in Gall Warbuck Red belasse und die Stellen, die direkt unter der Panzerung den Übergang zur Schabracke bilden, auch dort lasse ich diese Farbe einfach mal weg und arbeite hier natürlich auch mit zwei dünnen Schichten, um einen guten Farbverlauf hinzubekommen. Im nächsten ist es Mifiston Red, also ein Signalrot, mit dem ich diesen Schritt etwas weniger stark wiederhole. Ihr seht es hier, die Akzente sind hauptsächlich zum unteren Rand und auf den Falten nach oben laufend gesetzt. Und auch hier könnt ihr wieder mit ein, zwei oder vielleicht sogar drei dünnen Schichten arbeiten, um eben einen leichten Verlauf zu bekommen, wenn ihr den denn so ausgearbeitet haben wollt. Und dieser Farbschritt ist natürlich auch nicht der letzte. Wer wäre ich denn, wenn ich euch ein halbgares Tutorial hier biete? Nein, es gibt natürlich noch etwas zu tun. Dieser Stoff ist jetzt zwar schon etwas verschlissen und mit Löchern modelliert, aber das können wir natürlich noch ein wenig hervorheben, indem wir jetzt mit einem Rot-Orange Wild Rider Red kleine Punkte und kleine Striche an die Kanten, an die Säume des Stoffes bringen und auch an die aufgerissenen Stellen, an die Löcher, um dem Ganzen nochmal so einen richtig zerschlissenen Look zu geben, als wäre das Skelett gerade eben aus dem Grab rausgesprungen und jetzt direkt auf dem Schlachtfeld. Und ihr könnt natürlich auch hier und da auf die Flächen, wenn euch die zu groß erscheinen, auch nochmal ein paar horizontale Striche setzen, wo die Oberflächenstruktur der Textilie nochmal etwas aufgeribbelt ist, aber noch kein Loch entstanden ist, sodass dort wie beim Metall ein Kratzer, so ein leichter Riss auf dem Stoff entsteht. Und das könnt ihr dann an allen Stoffelementen machen, an den Schabracken, Wappenröcken und natürlich auch oben am Banner, um dem nochmal einen etwas abgerissenen Look zu geben. Und wo wir gerade beim Banner sind, genau da mache ich jetzt als nächstes weiter, denn meine Banner sollen sich ein bisschen mehr abheben vom restlichen Rot des Regiments. Und deshalb nehme ich hier nochmal ein helleres Orange, Fire Dragon Bright, um nochmal so ein paar Elemente dort hervorzuheben. Erstmal die rechte untere Ecke des Bluttropfen, der dort aus dem Kelch heraus tropft, um dem Ganzen einen Edelsteineffekt zu verpassen. Und dann hier und da mal so ein paar von den Falten und an ein paar Stellen, wo Risse und Stoffunebenheiten sind an dem Banner. Dort wird auch nochmal ein zusätzlicher Akzent hineingezogen, um dem Ganzen nochmal so ein Bonus-Highlight zu geben im Vergleich zu den restlichen Elementen. Das habe ich schon bei meinen Verfluchten gemacht. Dort gefiel mir das verflucht gut. Haha, pun intended. Und deshalb denke ich mir, werde ich das einfach auch übertragen. Das Mana könnt ihr genauso gut in Schwarz bemalen, mit zum Beispiel einem roten oder einem non-metallic beige-gelben Kelch dort drauf. Und dann folgt ihr einfach den Schritten für die roten, für die schwarzen Stoffe, die ich euch dann gleich zeigen werde.
um das Banner, zumindest die roten, orangefarbenen Elemente, schon mal zu vervollständigen, arbeite ich jetzt noch eben den Blutstropfen auf, indem ich dem Ganzen einen Edelstein-Effekt verpasse. Rechts, ganz rechts unten die Ecke nochmal ein bisschen mit Gelb, Avalon Sunset, und in die gegenüberliegende Ecke, also die linke obere, ein ganz kleiner Punkt mit Pallet Witch Flash, die Technik, die ich sonst auch für jeden Edelstein, für jede Linse und sonst was nutze, ist hier auch wunderbar, um dort ein sozusagen ausgearbeitetes Banner darzustellen. Die schwarzen Flächen erhalten jetzt nochmal einen kleinen Rework mit Abaddon Black, da nämlich beim Bemalen von Knochen und bei dem Einsatz der Pigmente ein bisschen was rumgesaut wurde, gibt das hier nochmal einen ordentlichen Anstrich mit dieser Farbe, und damit kann natürlich auch die Ikonografie auf dem Banner, der Kelch und dieser, nennen wir es mal, Fledermausflügel gut bemalt werden. Das Ganze wird dann gefolgt, wie auch bei den roten Stoffen eigentlich, in denselben Abstufungen. Ich starte mit einem flächigen Akzent von Corvus Black, beziehungsweise hier ein Farbmix aus 60-40 Abaddon Black und Ashen Grey, da leider mein Corvus Black mittlerweile alle ist und wie wir alle wissen, in Deutschland ist es ziemlich schwierig, ist an solche Produkte ranzukommen, wegen Brexit und sonstigen Dingen. Aber ich denke mal, die Farbe ist ungefähr da, wo auch von der Helligkeitsstufe Corvus Black sich befinden würde. Und wie ihr hier seht, einfach mal aufgetragen. Die Prämisse für diesen Kelch und die Flügel ist, dass ich immer die innenliegenden Seiten hoch akzentuiere. Also beim Kelch die hintere und beim Flügel die vordere Seite, egal auf welcher Seite des Banners wir das jetzt sehen, um so eine Art ja, schlechten Non-Metallic Metal Effekt zu erzeugen, weil das vielleicht so drauf gestickt wurde, bevor dieses Banner ins Grab gewandert ist. Das werdet ihr gleich noch sehen, wenn ich weitere Graustufen wähle. Denn diese sind jetzt als nächstes dann erstmal Ashen Grey, welches ich nutze, wie bei den roten Elementen, das Wild Rider Red. Ich ziehe ein paar Linien rein, ein paar kleine Punkte an den ganzen Kanten, um eben Stoffdefekte und Ähnliches darzustellen. Und dem Ganzen einen etwas abgenutzteren Effekt zu geben. Denn, wie wir alle wissen, schwarze Stoffe werden mit der Zeit nicht besser, nicht dunkler. Die werden eher heller. Wenn ihr zum Beispiel ein schwarzes T-Shirt habt und das legt ihr im Sommer mal auf die Terrasse und ihr vergesst das da mal so 2, 3, 4 Tage mitten in der Sonne, werdet ihr merken, oh Mist, das wird grau. Und das ist dann ungefähr das, was ich hier versuche zu erzeugen, die Illusion dazu zu erzeugen, dass eben dieser eigentlich schwarze Stoff heller wird, je älter und je abgeschnittener er ist. Und deshalb nutze ich hier jetzt auch nochmal Dawnstone für eben diese Elemente. Also eigentlich einen Akzent noch heller, als ich es bei den roten mit Wild Rider Red gemacht habe. Gehe ich hier noch ein bisschen heller, um eben dieses abgenutzte, zerschlissene etwas mehr darzustellen. Ist Personal Taste, müsst ihr ja nicht bis hier machen. Das ist ja das Gute, dass ihr euch die Videos anguckt und entscheidet, ja, den und den Schritt gehe ich mit, den und den vielleicht nicht. Und um das Ganze dann gleich auch nochmal am Banner nochmal ein bisschen mehr auf die Spitze zu treiben, arbeite ich dafür diesen, in Anführungszeichen, Non-Metallic Metal Effekt auch nochmal eine Stufe heller rein mit Administratum Grey, dem hellsten Grau, was ich dann hier nutze. Das nutze ich aber wirklich nur für diesen Effekt dort oben am Kelch, den Nieten des Kelchs und der Innenseite des Flügels, um dem Ganzen nochmal etwas mehr Dreidimensionalität zu verpassen. Und dann ist alles fertig, was rot und was schwarz werden soll. Hurra, hurra! Wir machen weiter mit ein wenig Metallen. Genau, in diesem Falle Balthasar Gold für alle Elemente, die hinter dieses Messing-Bronze haben sollen, was ich gerne für Untote male. Balthasar Gold in 2 dünnen Schichten auftragen und gut trocknen lassen. Kleiner Tipp am Rande, solche Metallfarben kann man besser auf schwarzen Elementen auftragen. Solltet ihr also vielleicht eure Schilde lieber weiß malen vorher, malt doch die Metallelemente einmal kurz schwarz an
und dann mit dem Metall drauf, dann habt ihr auf jeden Fall einen besseren Effekt. Gefolgt wird das Ganze von einer zusätzlichen kontrastierenden Farbe von Nihilac Oxide, also dem sehr türkis wirkenden Grünspan von Games Workshop. Und nachdem das Ganze dann ausgetrocknet ist, gibt es ein paar Akzente mit Rune Lord Brass. Da, wo der Grünspan wieder etwas abgegriffen ist oder wo vielleicht mal das Skelett am Nachbar-Skelett-Ritter vorbeigeschrammt ist und da einfach der Grünspan runter ist von der Stelle. Ein paar Ausbesserungsarbeiten an Holz und an Knochen mit Steel Legion Wrap, falls ich hier und da ein wenig übergematscht habe. Ganz einfache Sache, nichts Besonderes. Ihr kennt den Deal. Ab und zu muss man auch mal was reparieren. Und dann geht es direkt mit den Hölzern weiter. Ich versuche hier, wo die Metalle und die Stoffe sehr dunkel wirken und die Stoffe gerade auch sehr knallig wirken, durch eben dieses Schwarz-Rot, eine doch sehr neutrale, kühle Komponente reinzubringen. Und bei dem Holz ist es halt ein sehr helles Holz Richtung Birke, Esche vielleicht. Und dafür nutze ich jetzt Rakath Flash und male hier auf den Planken und an den Lanzen so eine Art Holzstruktur ein, indem ich eben ein paar unregelmäßige Linien auf diese Hölzer auftrage. Und das Ganze wird gefolgt von ein wenig Pallet Witch Flash noch, um nochmal so eine kleine Farbvarianz da reinzubringen. Das seht ihr gleich von der Holzstruktur, die ich aufmale, an den Lanzen sogar noch besser, wenn ich das Modell ab und zu mal herumdrehe, da es tatsächlich gar nicht so einfach ist, so ein kleines Modell im Fokus für ein Mal-Tutorial zu halten. Aber ich glaube, hier könnt ihr das dann sehen, was ich mit der Holzstruktur meine. Die Knochen sind ja ein sehr besonderes Element bei Untoten, da meist viele von vorkommen. Und deshalb gebe ich mir da etwas mehr Mühe. Der erste Schritt, um eine kleine Farbvarianz zu bekommen zu dem Steel Legion Wrap, ist Bane Blade Brown. Dies trage ich auf, im Prinzip, als würde das Licht von oben und von den Seiten kommen. Also einmal komplett ums Modell herum, außer die innenliegenden Seiten. Diese werden nicht bemalt, nur hier an der Flanke seht ihr gerade, da male ich dann ein wenig die Rippen ein, weil die nicht ausmodelliert sind, also die Rippen des Pferdes. Und ich lasse natürlich ein bisschen was von dem Steel Legion Wrap überall durchscheinen, um schon mal direkt so eine Farbvarianz zu bekommen. So einen kleinen Color Gradient. Gefolgt wird das Ganze von Karak Stone. Hier ist der Akzent eher von oben und leicht diagonal von, was ist das, 45 Grad von der Seite, wenn ihr die Flächen sucht, die ihr bemalen möchtet. Und lasst natürlich auch da die vorher aufgetragenen Farben hier und da durchscheinen. Als Finish noch ein Kantenakzent in Ushabti Bone. Hier suche ich mir zum Beispiel die Endteile, die Endstellen der einzelnen Knochen, die dann aufeinander treffen. Oder natürlich im Gesicht an der Wirbelsäule des Pferdes immer mal so die schärfsten Stellen, beziehungsweise die Stellen, die am weitesten oben oder außen liegen bei solchen Knochen, um dem Ganzen nochmal etwas mehr Varianz und Eye-Candy zu geben. Auch hier könnt ihr dann zum Beispiel das Gesicht der Skelettreiter selbst nochmal etwas mit ein paar Farbpunkten akzentuieren, um dem ganzen Reiter, obwohl er ja gesichtslos und untot ist, nochmal etwas mehr Charakter zu geben. Wem dann die Skelette alle zugleich aussehen, der kann das Ganze noch mit ein wenig Lasur verändern. Zum Beispiel stelle ich mir vor, so ein leichter Grünton oder so ein leichter Braunton ist auch ganz schön. Ich nutze hier Seraphim Sepia mit Lamihen Medium 50-50 gemischt, um so ein leichtes Gelb rein zu lasieren, um hier und da den Knochen ein wenig Varianz zu geben, damit nicht alles gleich aussieht. Ihr könnt ganze Skelette damit einmal überlasieren oder nur teilweise, wo zum Beispiel das Skelett nur mit dem Hinterkopf irgendwie sehr lange im Schlamm lag, der sich jetzt verfärbt hat, oder wo vielleicht nur das Pferd mit den Vorderläufen und dem Kopf im Schlamm lag und der Rest ist hell. Und dann habt ihr auch in einem Regiment ein bisschen unterschiedlich wirkende Knochentöne. Die Base und all diese ganzen kleinen Supportsteine, die noch da auf dem Base drauf sind, werden in Dryad Bark bemalt, um das Ganze hinterher fürs Sammelbase vorzubereiten. Und dort die Riemen an der Seite, die die Steigbügel halten, die bekommen nochmal ein bisschen Mountfang Brown ab.
Die Hufe der Pferde bemale ich gerne in einem Grauton, hier in Ashen Grey, gleich dann gefolgt, wie auch bei Stoffen oder bei den Stoffen vorher, mit Dawnstone. Ich weiß jetzt nicht, ob es realistisch ist, dass die Hufe immer noch diese graue Hornstruktur behalten, obwohl das Pferd tot und Verwesungsprozess, keine Ahnung. Ich persönlich finde das aber ein Element, das das Ganze nochmal etwas bereichert. Deshalb habe ich mich dann hierzu entschieden, den Pferden graue Hufe zu geben. Wer vielleicht ein Pferd jetzt nicht nur vom Sauerbraten her kennt, sondern auch mal so und sich damit ein bisschen auskennt, kann das gerne in die Kommentare schreiben, ob die Hornstruktur der Hufe andersfarbig ist nach einer Zeit als die Knochen, falls ihr sowas wisst. Und dann haben wir das Modell eigentlich fast fertig. Das Einzige, was noch fehlt, wenn ihr Bock drauf habt, sind ein paar Akzente an den silbernen Metallen. Und hierfür nutze ich Runefang-Stil an all den Kanten. Unter der Prämisse, dass die verrosteten Metallelemente durch Kontakt mit anderen Rittern, Kampf, also mit Waffen oder irgendjemand angerempelt oder sonst irgendwo drangekommen, die oberste Rostschicht abgekratzt ist und darunter das blanke Metall wieder zu sehen ist. Gibt dem Ganzen nochmal etwas Abgenutzteres, etwas Genutzteres, denn alle Untoten sind ja eigentlich nur die Werkzeuge von Vampiren und Nekromanten und dementsprechend finde ich das sehr gut, dass es auch benutzt aussieht. Und das versuche ich dann hier mit diesen Akzenten nochmal reinzuziehen. Und hier diese kleinen Metallnieten am Zaumzeug kriegen jetzt auch nochmal ein bisschen Silber ab. Da habe ich vorher noch gar nichts gemacht. Das Element ist einfach zu klein, um da wirklich viel mehr zu machen. Könntet ihr gegebenenfalls auch golden machen als Unterschied bei mehreren Reitern auf so einer Base, dass ihr mal das Zaumzeug so und so bemalt. Und dann sind wir soweit. Das Modell ist fertig und kann auf das Sammelbase. 40x20, schmale Seite nach vorne. Die Base ist 1,5 mm stark. Ein MDF-Base von My Battleground. Draufgeklebt mit Sekundenkleber. Ein bisschen Streu noch drumrum. Danach Streubraun bemalt, übergewürstet mit Gorthor Brown. Flock und kleine Tufts drauf. Und das Modell ist fertig. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ich habe auch nicht zu schnell gesprochen für euch. Wenn ihr andere Modelle sehen wollt von Excellent Miniatures, von Forest Dragon, die ich in Tutorials bemale, dann schreibt mir das bitte in die Kommentarsektion. Schreibt, ey Dizzy, mach mal einen Zombie, ey Dizzy, mach mal Bretonen. Alles möglich. Ich versuche dann das zu bemalen, was ihr gerne sehen wollt. Ich blende euch hier dann nochmal ein, die Tutorials von den Hochelfen und den Zwergen-Slayern. Und bis wir uns das nächste Mal sehen, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus für heute. Euer Dizzyfinger, keep on wargaming!